Bürgerinnen und Bürger. Wir waren heute in Amberg unterwegs und haben drei besorgte Bürger angerufen und angeschrieben auf Facebook. Und wir haben uns mit ihnen getroffen und wir haben genau zugehört, weil mit dem Slogan Ebner Steiner hört zu, war ich auch im Wahlkampf unterwegs. Und die Bürger haben mir erzählt, dass sie Angst haben, wenn sie abends auf der Straße sind, wenn die Kinder vor allem abends unterwegs sind. Es hat ja auch hier einen 13-jährigen Jungen getroffen, der hier angegriffen wurde. Und ich habe selbst vier Kinder. Und da mache ich mir Sorgen, nicht nur um meine Kinder, ich mache mir auch Sorgen um ihre Kinder. Und deswegen waren wir heute hier mit meinen Fraktionskollegen, wir waren hier in Amberg in der Polizeiinspektion. In dem Fall ist erschreckend zu sehen, dass auf einer ländlichen Dienststelle wie Amberg, dass auch hier so ein Fall möglich ist. Und dass sämtliche Streifen von der ganzen Umgebung zusammengezogen werden musste, um die Situation zu klären. Und dadurch wurden natürlich die ganzen anderen Landkreise völlig brach liegen gelassen und dort war keine Polizei mehr vor Ort, sodass, wenn da nochmal ein Großereignis gewesen wäre, dass man diese Lage nicht hätte bewältigen können. Und da müssen wir ansetzen. Wir brauchen mehr Personal, wir brauchen mehr Polizisten. In Bayern müssen Straftäter schneller abgeschoben werden. Wir brauchen effektivere Asylgesetze und Abschieberegeln. Diese Stadt macht einen sehr friedfertigen Eindruck und immer noch, so wie ich sie kenne. Nur da scheinen sich doch Veränderungen ergeben zu haben, die, wie ich auf den ersten Blick vielleicht nicht zu erkennen sind. Aber schaut man etwas genauer hin, schaut man auf die ganzen Migrationszahlen, glaube ich, dass diese Erlebnisse, wie wir sie jetzt in Amberg hatten, nicht die letzten waren. Es mag nicht Amberg sein, es mag eine andere Kleinstadt treffen, es mögen auch die größeren Städte betroffen sein. Aber das ist nicht Ende der Fahnenstange. Und deshalb müssen wir hier als Politiker natürlich rechtzeitig auf allen Ebenen entgegensteuern. Und vor allen Dingen muss man konstatieren, dass die Forderungen, die schon seit vielen Jahren auch von der etablierten Politik gestellt werden, nämlich nach einer schnelleren Abschiebung von straffällig gewordenen Ausländern, nach wie vor nicht umgesetzt worden sind und auch offensichtlich hier in dem aktuellen Fall nicht umgesetzt werden können. Von Seiten des Herrn Seehofers der Mund wieder ziemlich vollgenommen wurde bezüglich schnellerer Abschiebungen und so weiter, ist ja eigentlich ein taktisches Mittel, welches immer wieder ausgegraben wird, wenn irgendwo im Zuge von der inneren Sicherheit, auch in Bezug auf die Ausländerkriminalität, die Migrantenkriminalität, irgendwo in Deutschland etwas passiert. Der Mund ist sofort voll. Es wird an Schärfe auf jeden Fall immer angepackt. Passiert ist letztendlich bis jetzt nichts. Auch hier im aktuellen Fall haben wir es wieder mit Wiederholungstätern zu tun, mit Leuten, die teilweise schon längst abgeschoben sein sollten. In der Praxis funktioniert dies allerdings nicht. Ich spreche hier als Frau und Mutter und ich mache mir Sorgen um die Frauen hier in unserem Land und um meine Kinder und ich mache mir Sorgen um ihre Kinder. Und deswegen waren wir heute hier in Amberg. Wir wollen, dass sie sich wieder sicherer fühlen können und deswegen werden wir im Landtag alles dafür unternehmen, dass Bayern wieder sicher wird.